Ja, hallihallo und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Trials of Mana. So, weiter geht's. Ich habe zwar im Moment gerade keine Ahnung, wo wir hin. Ach, zum Leuchtblütenwald, ja, gut. Da steht's ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber okay. Dann gehen wir zum Leuchtblütenwald. Da, 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 da. Die Flöte, da ist er. Hallöchen und auf geht's. So, ach, das ist ja gar nicht so weit. Das war ja gar nicht so weit, wie ich dachte. Schläft da einfach. Unglaublich. Und das nennt sich Wachen, ne? So. Oh, da ist gleich eine Kiste. Ein Engelskelch. So, speichern tue ich jetzt hier mal nicht. These plants are Duskmoon vine. My powers can unseal the path. Die sieht echt mal aus, als hat die einen Schnuller drin, ne? So. Ich weiß nicht, was die da vor dem Mund hat, ob das ein Kristall sein soll oder ein Edelstein sein soll. Auf jeden Fall sieht es aus wie ein Schnuller. Ey, der ist mir eiskalt ausgewichen. Krass. Da. Wir sind zum Glück schon relativ stark. Ey, da lebt er immer noch. Ach nee, das war ein anderer. Ups. Dass wir nicht allzu viele Probleme mit den Gegnern hier haben. Finde ich auf jeden Fall nice. Da, 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 da. So, sehr schön. Die ist auch wieder aufgestanden.
So, heilen wir uns mal schnell. Nur mal ein bisschen gucken, ob wir irgendwo hier Kaktusfratz sehen. Oh, falscher Knopf. Zweimal Schokolade. Das ist ziemlich großzügig, zweimal Schokolade. Da. Die Blume leuchtet aber auch gefährlich, ne? Passiert aber nichts. Okay. Ach, da ist noch irgendwo einer. Mein Gott, mach den doch mal fertig. Ich will doch die Gegenstände hier einsammeln, Mensch. Au. Genau reingesprungen. Boah, Alter, ich sehe nichts. Die blöde Kamera. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Truhe. Ein Honigelixier. Auch nicht schlecht. Da. So, hier komme ich noch nicht weiter. Nö. Okay. Man sieht ja manchmal echt nichts mit der Kameraführung, ne? Übel. Das ist auch irgendwie das Einzige, was mir an dem Spiel, was mich am Spiel ein bisschen stört. Achso, Vergiftung. Oh Gott. So, mein Gott. Nervig. Ne Truhe. Engelskirch, so war hier. Nö, kein Kaktus, so wie es aussieht. So, ja, ich weiß, wir müssen da lang.
What? Okay, dann gehe ich doch mal lieber hier lang. Geh weg. Geh weg. Ah ja, ich laufe im Kreis, alles klar. Oh, wieder vergiftet. So nervig. So. I'm on the job. Okay. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Keine Ahnung. Okay, das war anscheinend falsch. Das auch. Marcel, Hallöle. Ja, dir auch ebenfalls ein gesundes neues Jahr. Hast schön gefeiert oder hast du nicht gefeiert?
Was? Nur mit Family und Freunden online? Ja, ich auch. Ich habe im Discord gefeiert, sage ich mal, mit ein paar Leuten. Hä? Ist das denn jetzt hier? Einen anderen Weg gibt's ja nicht, ne? Nee. Das ist der zweite Teil, Trials of Mana, ja. Was zum Geier ist das denn jetzt hier? Habe ich irgendwas? Es ist egal, wo ich hinlaufe, ich komme immer an der gleichen Stelle raus. Oder komme ich da noch nachts durch? Die Laternen an sein müssen, aber war ich ja vorhin auch schon, ging ja auch nicht. Wäre auch schön, wenn die ganzen Deppen mal aufhören würden, einfach zu verrecken hier auf einmal. Wenn ich den ganzen Kampf hier alleine machen darf. Oh mein Gott. So. Wechseln wir mal zur Nacht. Aha. Sieht doch schon besser aus. Alter, echt jetzt? Oh, boah, ey. Ekelhaft sowas. Vor allem, wenn man nicht mal irgendwo einen
kleinen Hinweis bekommt. So, hier haben wir noch eine Truhe. Hier sind Grabsteine, ja, nice. Lucre, yay. So, mal gucken. Irgendwo Kaktus, was rumspringt. Hier nicht, hier ist aber auch eine Truhe. Erzählen die mir eigentlich irgendwas? Nö, okay. Wie freundlich. Da, guck mal, wen haben wir denn hier? Huch. Noch dreimal müssen wir ihn finden, dann kriegen wir den nächsten Preis. Was war denn das eigentlich? Auf dem Nachtmarkt sind mehr Gegenstände verfügbar. Das Zurücksetzen der Lernpunkte ist nur noch halb so teuer. Ja gut, das brauche ich eigentlich nicht. Aber mehr Gegenstände auf dem Nachtmarkt. Das ist ganz nice. Wie unhöflich. Aufgerechnet mir schenken sie gar keine Beachtung. Die werden noch ihr blaues Wunder erleben, ja, ja. Da ist sie wieder beleidigt. Halt. Da ging es schon weiter. Gucken wir uns erstmal um. Ich kann hier nirgends rein, ne? Sehe ich doch schon jetzt. Remember, you were very young when you were taken to Wendell. I should not be surprised. Oh! Are you the Elfin Elder? How did you get here? I hope that nothing dire has happened to His Eminence, the Priest of Light. In truth, I cannot imagine he would allow you to travel this far without reason. Your help. Oh, you are the ones chosen by Fairy herself. When the Priest of Light put up a barrier to protect Holy City Wendell, he used forbidden magic. I can't
came with a terrible curse. Now he has fallen to an incurable illness. I see. I did not think I would ever hear tell of the Priest of Light again. It must be Laran and Shayla's will from the world beyond. Papa and Mama? Yes, my child. Dividing their families caused Laran and Shayla much pain. Humans and elves are forbidden to marry. His Eminence and I were against the union, afraid that it would shorten their lifespans. But their love was more important to them than our laws. Shayla left Dior and eloped with Laran. Once I saw their happiness, I reluctantly relented. After a time, they had you, Charlotte. Though they departed this world thereafter, your parents did not regret their decision. To assuage his guilty conscience for abandoning his son, His Eminence swore to raise you, his granddaughter, in Laran's place. That is when you left Dior for the Temple of Light. And to avoid future tragedy, I sealed Dior away from humans. We two agreed that only elves were to know where to find this settlement. Regarding the issue of His Eminence's illness, I'm afraid there is nothing I can do with the mana of the world so depleted. In the end, sounds like our only hope is to get the Sword of Mana and ask the Goddess of Mana to heal him. Fairy is helping us. We're trying to open the sanctuary portal. Looking for elementals. Where is the woodstone? Do you know? There is a mana statue in the northwest of Lampbloom Woods. If you borrow Luna's moon powers at night, the Lampblooms should let you through. Oh, Charlotte! Heath would laugh at how dumb I'm being. We gotta get that mana sword so I can save Heath and Grandpa. Until then, I won't cry anymore. I won't. I'm doing fine. Wee-wee. Now let's go find the last elemental. Thanks for everything, Mr. Elder. You have grown so much, Charlotte. Best of luck. Begib dich zur Mana-Statue. Alles klar. Dann wollen wir mal. Achso, ich könnte eigentlich auch mal gucken, ob die eventuell neue Ausrüstung haben. Komm, take a look. Das sieht gut aus. Always good to have a spare. Use this. Krankenweste. Chakra-Reif. Always good to have a spare. Nice. Klingt gut. So, die kriegt ein Echsenkostüm. Und eine Seidenschleife. Die ist tatsächlich besser als die Mogri-Kappe, okay.
Du kriegst eine Elfenweste. Und eine Feenkappe, ernsthaft jetzt? I have an eye for quality. So. Dann können wir das hier verkaufen. Das Mokri-Gewand auch. Den Glanzmantel auch. So, wenn der neue Ausrüstung hat, dann hat der andere bestimmt auch neue Waffen. Möchte ich doch wetten. Welcome. Come, take a look. Use this. Er hat sogar zwei Sachen für jeden. Ich nehme aber mal die, die die besseren Werte hat. Weil alles andere wäre wahrscheinlich Blödsinn. So. Dann verkaufen wir die. Den Hammerflegel. Und das Karura können wir auch loswerden. So, das Bandana kann weg. Katzenhaube kann weg. Mokri-Maske kann weg. Und die Lederkappe kann weg. So, nice. Da haben wir das Inventar schon mal wieder relativ leer. Ich könnte eigentlich auch mal übernachten. Ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Habe ich irgendwelche Samen? Ich habe einen Silber- und einen Goldsamen. Na dann. War jetzt eigentlich nichts, was ich unbedingt gebraucht hätte, aber gut. Gut. Welcome. So. Ich überspeichere mal den hier. Den untersten lasse ich mal, weil ich habe gerade gelesen, da gibt es noch einen Kaktusfratz, also hier nicht. Den hier hatten wir ja. Charlotte, sorry about your parents. Go back to Lampbloom Woods and find the mana statue. Northwest, right? So, Moment. Was? Den Red. Betrete die rätselhafte Kreuzung über den nördlichen Eingang. Das war wahrscheinlich der falsche. Hier gibt's doch keinen nördlichen Eingang.
Rechts. Und nochmal rechts. Ja, toll, da bin ich hier. Ach. Guckt an. So, gut, haben wir den auch. Nördlichen Eingang, ne? Hm. Was war Süden, aber ist egal. Time to work together, everyone. Und jetzt vermute ich mal ganz stark, dass hier dieser Weg offen ist, ne? Oder geöffnet wird, besser gesagt. Und das fällt dir jetzt ein, oder was? Das konntet ihr euch vorhin einfallen, wo ich vor dem Ding stand? There you are. Would it be all right for me to take one of these flowers with me? I do so love the smell. So, suche nach dem Holzelementar. Okay. So, machen wir mal wieder ein paar Gegner. Bisschen Erfahrung mitnehmen. So. Ich wollte gerade sagen, was habt ihr jetzt noch hier? Der Nervbold ist schon wieder vergiftet. So. Hat man schon eine Heilerin im Team, ne? Ich frage mich für was. Boah, Alter. Da bricht richtig die Framerate ein hier, ne? Bei so vielen Angriffen. Ich muss aufpassen, dass ich ja nicht verrecke jetzt wieder. So. Wie nervt. So. Hier noch was? Nee, okay.
dann geht's hier hoch, vermute ich. Naja, hier haben wir noch einen Kaktus. So. Und eine goldene Statue, nice. Na, dann bin ich mal gespannt. Sieht nach Endboss aus. So. Der ist schon wieder vergiftet. Alter, echt jetzt. Die schläft, na super. Au, geh weg. Ja, ach, ich wollte gerade sagen, wer stirbt denn jetzt schon wieder? Oh, lass mich doch mal weg hier, mein Gott. Oh, ich frage mich, warum die Heilerin ist, ey. Kann sich doch nicht echt mit selbst heilen, oder? Der könnte eigentlich mal... Feuer zaubern, das ist doch eine Pflanze, ne? Toll, ich bin festgepackt. Die Drahtüte schläft. Da kommt mal. Jawohl, sehr schön. Au, 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 au. So. Du machst nochmal Feuer, würde ich sagen. You can't run.
aufpassen, dass nicht wieder irgendjemand vergiftet ist. Mach du das mal, ich habe gerade keine Zeit. Muss mal schnell angreifen. Hat das überhaupt irgendwas abgezogen? Keine Ahnung. Ja, genau. Roll dich halt genau rein. Wollte gerade einen Angriff ausführen, ne? Ach, du könntest mal alle hochheilen einfach. Ja, watch it, dann komm raus da. Bleibt auch voll drin stehen, ne? Da wäre ich fast reingerannt. So, gleich müsste der eigentlich geschafft sein. Oh, das sieht doch nice aus. We are happy to help. Will you help us
too, though. I'm so sorry, but that monster sapped all of my power. I fear I would be of no help to anyone right now. I would only get in the way. Dryad, come with us. You have wood power. Probably closest to pure mana power, right? Plus, you were trapped for a long time. Still look very healthy, right? Are you certain? Yes! Come with us, Dryad! We need you. Thank you. You're too kind. And I don't deserve it. But I will do my best to help you all. All eight elementals! Let's hurry and call for Vuskov! It's so that we can get a ride to Oblivion. We don't have much time left. This is probably our last chance. What's Oblivion? Oblivion is the island where mana energy from all corners of the world converges. In the past, when the magic used to control the mana stones was sealed away, the whereabouts of Oblivion were erased from everyone's memories to further protect the world. Oh, but don't worry, it's still there. When I used the last of the mana power in the sanctuary to get to this world, I appeared in the sky above that island. Let's go! Genau, let's go, würde ich auch sagen. Öffne das Portal zum Heiligtum. Das werden wir tun, aber... Quatsch, erstmal werde ich gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Ich weiß nicht. Ausdauer bis 5. Das wäre ja mal was. Nee, die will ich nicht ausrüsten. Intelligenz plus 5, das wollte ich eigentlich. Huch. So, was haben wir bei dir noch? Machen wir mal hier weiter. Ausdauer plus 5.
Und hier reicht's nicht mehr ganz, aber okay, machen wir dann beim nächsten Mal. So. Jetzt muss ich ja den kompletten Weg wieder zurücklatschen, ne? Speichern tue ich aber vorsichtshalber, weil wir wissen ja, das Spiel kann auch mal rumbacken, ne? Hatten wir ja beim letzten Mal. Kümmere mich mal auf dem Rückweg jetzt nicht um die Gegner, weil das nervt. So, was ist denn jetzt der kürzeste Weg? Na gut, es gibt tatsächlich keinen kürzesten Weg, glaube ich. Also alles schön zurücklatschen. Oh, ich nehme mich mal mit. Für ein paar XP. Irgendwann werde ich sowieso mal wieder hochleveln müssen. Vermute ich. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Level, den ich jetzt hier bin, noch weit kommen werde. Irgendwann werden die Gegner sicherlich wieder aufholen. That was the last of them. Don't get too comfortable though. So, heilen wir uns noch mal hoch. Speichern brauche ich nicht noch mal. So, die Insel des Vergessens, die ist gleich da drüben. War da ja schon mal, aber da konnten wir ja noch nichts machen. Da wurde uns ja gesagt, du hast hier noch nichts zu tun.
made it! Gotta open the sanctuary portal. Can't delay. Come on! Thank you for everything. I never could have attempted to open the portal all on my own. Mana has continued to weaken throughout our journey. But I think I can still manage with what remains of my strength. Oh, I'll give it a try. Elementals, lend me your powers! Time to show my stuff. Don't you worry, sister. You got this. You hear? Do it! I won't hold back. We won't be defeated. Here goes. I give you all of my dark power. Heyo, here we go. Heyo. Let us give this everything we have. I apologize that this is all I can do. I only hope that it will help. Almost there! Aw, oh, come on. You can do this, fairy. Believe in the elementals and your own power. Well, it didn't work that time. But don't let it get to you. I've got your back. Come on, try again. Thank you, everyone. Mana has grown weaker than I expected. The portal won't get any larger. Okay, I'll try one more time. Please, Goddess of Mana, help us! Es hat geklappt. Open. It's open. No, that wasn't me. The portal opened on its own. Oh, the mana stones must have been activated. They're giving off too much energy. Oh, it combined with the powers of the other elementals and created that huge portal in the sky! Oh, man, it's too high up for us to reach! Crimson Wizard from Altena? We couldn't activate the mana stones with the forbidden magic alone. Thank you so much for releasing enough mana energy.
Now Altaena's flying battleship, Gigantress, will begin the invasion of the Sanctuary of Mana. Please accept this gift with our warmest regards. Toll, ganz super. Wenn das Böse einem zuvorkommt, ne? Your Majesty, Beastmen subjects, now is the time to invade the Sanctuary of Mana. Once you get the Sword of Mana, the human world will tremble at your feet. You can create a Beastman Utopia. Does that sound equitable, your furry majesty? Hmm. Proceed with your plan. Yes, sire. Now then. Guards! We're off to the front lines. Toll, und wie kommen wir jetzt da hoch? Fliegen können wir ja nicht. Malocchio? What is it? They have opened the portal to the sanctuary. Are you prepared? You forget to whom you speak. Of the two of us, you are the one who is late. Now, what news do you have of his Dark Majesty? He used the last of his essence to bring the Darkstone back from Mavolia and into this realm. His Dark Majesty has perished. Then it is proceeding as he planned. I have prepared the vessel that will bring us through the portal and into the Sanctuary of Mana. Let us cast off. Once we have the Mana Sword, we can easily revive his Dark Majesty. With his dark powers, we can transform this realm into Mavolia itself. We cannot fail in this mission, or his Majesty will be lost forever. Ja, dann wollen wir das mal verhindern, ne? Versuchen wir es jedenfalls. Everyone okay? Gotta follow them. But how? If you haven't noticed, the portal's way up there. Wait! I heard that the goddess of Mana's emissary, the Winged Defender, lives on the tallest peak. He's a spirit that oversees both land and sky. Tallest peak? Maybe Celestial Peak in Laurent. My mom
I remember, I think, told me about it when I was a pup. Let's go see. Begib dich zum himmlischen Gipfel, okay. Aha, da ist doch einer. Hab ich's doch gewusst. Bei Sia, das ist sehr schön. Hier nicht, also müsste ich auf den Nachtmarkt. Aber da können wir ja dann nochmal gucken, was da genau hinzugefügt wurde an Gegenständen. So. Wo? Ach Gott, das ist ja da unten. Also außen rum schwimmen. So. Der Himmelsweg klingt auf jeden Fall schon mal. Naja. So. Klingt auf jeden Fall Ask people in Laurent about Celestial Peak. Catch the people who went into the sanctuary. Was haben wir denn hier? Da geht's zum Hafen von Palo. Also vermute ich mal, wird das hier der richtige Weg sein. Hier war ich schon mal. Stimmt. Also müssen wir da jetzt ganz oben hin. So, die bringen zwar nicht viel XP, ich nehme die aber trotzdem mal mit. Weil... Erstens sind sie relativ schnell besiegt. Und ein paar XP geben sie ja doch. Von daher kann es nicht schaden. Ah.
Achso, da komme ich so nicht hoch, ne? Oh Gott, muss ich doch außen rum latschen, ne? Ach ja, stimmt, da könnte ja den schönen Wirbelsturm. Naja, es könnte sogar für einen Levelaufstieg reichen, Tatsache. Na komm, geht down. My potential feels limitless. Nächster Level, nice. Der erste auf Stufe 40. Ich weiß gar nicht, waren wir hier nicht auch schon oder sind wir links durch die Höhle damals? Oh, I see you are all well. You wish to find the winged defender? Yep. Understand your predicament. I will unblock the path. Das ist sehr schön. Das ging ja mal völlig problemlos. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. However, the Winged Defender is the protector of the Laurent Mountains. It is said that he only appears for us Amazons. Tja, dann hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Ein Bonbon und gleich ein Kaktusfatz. Gleich am Anfang. Das ist sowas. Ja, okay, das geht weit hoch. Oh je. So, ich vermute mal nicht, dass ich hier rüberspringen muss. Da komme ich bestimmt von da drüben aus hin.
Ich hatte jetzt ein bisschen Bedenken, dass ich da irgendwie runterfalle oder so. Ah ja. Ah, noch eine Truhe. Okay, ich wollte gerade sagen, ja, geht es auch noch irgendwo hin? Genau, einer down. Den sein Schild ist auch kaputt. So, da hinten ist noch ein Item, so wie es aussieht. Aber sonst nichts weiter, ne? Naja, scheint nicht so. Okay, gut. Na komm, einer muss doch mal sterben hier. ...1200 Lucre, jetzt geht's los hier, meine Güte. Gibt's richtig Kohle. Die lebt noch. Die lebt noch. So. Drüben ist ein Item. Wie komme ich denn da hin? Springen, okay. Gut. Hier noch was? Nö. Da drüben auch nicht so, wie es ausschaut. Doch mal nicht immer von mir weg, sonst treffe ich die nicht. So, hier. Gibt's nichts Interessantes, okay.
Wow. So. Aus Shinedance kann ich ja nicht runterfallen. Schon mal nice ist. Ich glaube, der wollte gerade ernsthaft vor mir abhauen, ne? Unglaublich. Das war mal gekonnt ausgewichen. So. Not too bad, if I do say so myself. Schluss mit Wirbelsturm hier. Ein Silbersachensamen, was man hier auf Bergen so alles findet. Flämmchen, ne? In jedem Secret of Mana. Flämmchen. Ohne geht's eigentlich gar nicht. Oh je. This is the sanctuary of Mana. Huh? Guards that went into the sanctuary before us. They must have fought. Destroyed each other.
Someone is going to steal the mana. Sword right from under us. Hurry. Gotta find the sword. Get the sword, so I am stronger than the king. Okay, dann gucken wir mal, ob wir irgendwas kriegen. Ah ja. So, dann würde ich sagen, werde ich an dieser Stelle nochmal abspeichern. Und ich weiß jetzt gar nicht. Nö. Zurück können wir auf jeden Fall schon mal erstmal nicht. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal das Heiligtum des Mana an. Finden hoffentlich das Mana-Schwert. Und ja. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich für heute erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Schaut auch gerne bei meinen Partnerkanälen vorbei. Die findet ihr bei Twitch unten in den Panels und bei YouTube unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.